Kaverim, wir haben in den letzten Wochen so viel über Rosh Hashanah, Yom Teruah, Yom Dim gesprochen, dass wir heute gar nicht jetzt drüber reden werden. Für die Gästebesucher ist eine Empfehlung, sich im Voraus immer vorzubereiten. Denn die Schrift sagt uns, dass der Tag, also Yom Teruah, ist der Tag des Gerichts, der ganz große Tag. Uns, dass wir uns ja im Voraus vorbereiten sollten und nicht darauf warten, dass er einfach kommt. Denn alles im Leben ist eine Vorbereitung. Unser Leben ist eine Vorbereitung auf das Kommen des Messias. Die Schrift sagt, wir sind auch dafür verantwortlich, dass er so schnell wie möglich. Und wenn das so ist, dann ist unsere Verantwortung noch größer geworden jetzt, als das, was wir vorher erkannt haben. Deshalb ist es heute ein Tag der Freude, des Festes, aber Yom Teruah, wie ihr bereits gehört habt, also die Shofartöne, ist ein Ruf, damit jeder sich besser vorbereitet. Jedes Jahr tun wir das, um uns auf das Große, also den großen Tag des Gerichts vorzubereiten. Es ist wie wenn du vor Gericht heute oder morgen stehen würdest und du brauchst eben all die Beweise, all die Dokumente, all die Vorbereitung, einen Anwalt, einen guten Anwalt, damit du bestehen kannst oder eben gewinnen kannst. Wenn nicht, wirst du verlieren. Also da gibt es ein Urteil, der negativ ausfallen wird. Deshalb ist die Vorbereitung auf diesem Tag, auf den Tag des Mashiach, ne, der kommen wird, wie der Apostel Paulus schon sagte, also wenn der große, ne, also wenn dieser große, furchtbare Tag kommt für diejenigen, die sich nicht vorbereitet haben, die werden erkennen, also wir haben was verpasst. Und wir als Gemeinde, als Teil vom Volk Israel, wir sind diejenigen, die so eine große Verantwortung haben. Denn das Haus Israel, die sich jetzt mehr und mehr versammelt, zeigt, dass Mashiach bald zurückkommt. Deswegen schaut, dass ihr euch vorbereitet und nicht jetzt darauf wartet, dass Mashiach irgendwann kommt und wenn er kommt, werden wir dann sehen. Ja? Das ist eine falsche Ideologie, der sagt, es wird nur ein Gericht geben. Nein, jedes Jahr haben wir diesen Ruf, diese Art von Warnung Gottes für den großen, ganz großen Tag. Der Shofar ist ein Symbol dafür, was du bist. Ihr habt gehört, einige Töne kommen gut, andere sind noch nicht so weit. Deshalb habe ich auch den Männern hier seit Wochen schon gesagt, seit Anfang Elul, übt, 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 weil der Tag kommt, da sollte der Ton kommen. Ne? Alle Töne sollen dann kommen. Steht hier, der Shofar ist ein Symbol, wer du bist. Welche Töne kommen aus dir heraus? Hast du dich vorbereitet auf diesen Tag? Bist du, weil heute im spirituellen Bereich wird ein Urteil fallen über dich, über das alles, was du vor allem jetzt in den letzten Monaten getan hast in Bezug auf Buße, auf Teshuva, auf Umkehr, wie dein Herz vor Gott steht. Heute ist ein besonderer Tag, denn heute entscheidet Hashem Adonai, wer lebt, also dieses Jahr, wer leben wird, wer sterben wird. Also die Königin, die da gestorben ist, die wurde schon letztes Jahr gerichtet. Menschen, die dieses Jahr gestorben, wurden letzten Jahr in Yom Teruah gerichtet. In dem Sinn, dass sie weiterleben oder eben nicht. Und dieses Gericht, wie der Shofar
selbst uns diese Lektion gibt, ist deine Verantwortung, um dich darauf vorzubereiten. Meine nicht, wie wir schon gestern miteinander gesehen haben, es gibt keine einmal gerettet, immer gerettet. Dieser Spruch oder diese Ideologie ist eine falsche Lehre, die wir nicht beachten sollen, auf keinen Fall. Denn die Furcht Gottes soll größer werden, um uns so hinzubekommen, dass wir die Töne wirklich hinkriegen. Die Töne Gottes. Amen. Und jetzt kommen wir zu den letzten 10. Die letzten 10, da machen wir 100. Da rufe ich alle Männer mit dem Schofar. Genau, das. Also, ich werde die ersten 9 für uns tönen lassen. Dann alle, die einen Schofar haben, werden am Ende den Tekir Gadol aus der Seele ertönen lassen. Herr Joachim, kannst du für uns sprechen? Ja. Achtung. Ja. Ja. Shevarim. Teruah. Tekia. Tekia. Shevarim. Tekia. Tekia. Teruah. Tekia. Thank you.